Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, im letzten Part haben wir angefangen zu modifizieren. Wir haben uns die Stufe... Nein, falsch. Den MK1 schon mal hergestellt. Druckkompensatorstufe 2 haben wir schon. Jetzt brauchen wir 3. Man sieht es, den 2er habe ich schon in der Tasche. Das heißt, wir brauchen 3 Plasmabahnen, kristallines Aluminiumoxid und einen Computerchip. So, dafür müssen wir natürlich ein bisschen farmen, weil Titan habe ich nicht mehr so viel. Kupfer reicht. Ich lasse den Druckkompensator jetzt mal ganz kurz da. Trinken läuft auch noch. Die Dinger sind hier übrigens ein bisschen verbuggt. Ah, nicht mehr. Jetzt bin ich gespannt. Das läuft. Ja, das blinkt sich jetzt nämlich hier erstmal ab, bis ich eins rausnehme. Genau. Dazu zählen wir auch beide raus. Ich glaube, ich habe jetzt aber mittlerweile so viel Wasser, dass ich nichts mehr brauche, oder? 2 zurück tun. Ja, also ich könnte eigentlich einen Wasserladen aufmachen. Wasser von Trollo, frisch aus der Ritze. Pfui Teufel. Bäh. Wer will Ritzenwasser haben? Gut. Wir brauchen Titan. Das gute alte Problem von... Ach komm schon, ernsthaft. Nehme ich mal mit, danke dafür. Das gute alte Problem des Titans. So. Ich habe mir jetzt eine Sache überlegt. Ich meine, es kommen jetzt die ganze Zeit die Nachrichten, dass uns die Sunbeam abholen will. Ich hole mir jetzt die Nachrichten absichtlich nicht mehr ab. Denn es würde mich interessieren, ob man die Sunbeam jetzt mittlerweile retten kann, weil wir die Kanone deaktivieren können. Das würde mich jetzt wirklich immens interessieren. Weil ich kann ja mittlerweile das Gegengift... Soweit ich weiß, kann man jetzt das Gegengift herstellen. Also soweit habe ich mir jetzt mal spoilern lassen, dass das wohl jetzt irgendwie... Blei. Drop it, drop it, drop it, drop it. Danke. Das ist mal arschig. Der sammelt fleißig und ich klaus ihm unterm Arsch weg. Und ihm wirklich unterm Arsch. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Silber. Silber ist mittlerweile nicht mehr so wichtig, wie es einst war. Aber Gold ist nach wie vor. Naja, was heißt nach wie vor? Gold ist mittlerweile wichtig. Ich meine, das war es ja auch nicht immer. So, wie viel Platz habe ich denn noch? Eigentlich nicht mehr wirklich viel. Das heißt, allmählich wieder Richtung daheim. Hier, das nehme ich noch mit. Und ich glaube, dann bin ich eh so gut wie voll, ja. Wenn ich noch irgendwo hier so ein Dingensbummens hier finde. Ja, ein Titan. Wayne, nehmen wir mit. Und ist gut. Okay, hier ist noch ein bisschen Stuff. Ich bin jetzt echt relativ weit geschwommen. In welche Richtung eigentlich? In die von der Aurora. Vielleicht, 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 wenn wir Glück haben. 4, 8, 12, 16, 20. Es reicht. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch genug für einen Plasmabahn daheim. Und 2 haben wir quasi in der Tasche. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das heißt, die 3 Plasmabahnen sind schon mal in der Tasche. Und jo, cool. Gefällt mir. Läuft, sitzt und hat Luft oder so ähnlich. Welcome aboard, Captain. So. Ah ja, und an der Energieversorgung will ich demnächst auf jeden Fall noch was machen. Wärmekraftwerke. Dafür brauchen wir halt... Magnetit. Und ich glaube, am Magnetit hakt es momentan. Ich glaube, davon haben wir nicht wirklich viel. Um nicht zu sagen, ich glaube, davon habe ich noch gar nichts. Und wenn, dann habe ich maximal 1 oder 2. Mal gucken. Kristallines, Uran, Crafted, Lithium. Ne, Magnetit habe ich noch nicht. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber wenn ich jetzt schon hier bin, dann kann ich mir eigentlich gleich in der Tasche lassen. Blei. Hier damit. Und hier damit. Aber wir brauchen ja schlussendlich auch einen Computerchip. Und dementsprechend holen wir uns auch gleich hier
Die gute alte Koralle läuft. Dann können wir uns eh schon wieder einen Computerchip herstellen. Danke hierfür. Zweimal Kupfer. Gold hab ich. Lithium, Lithium, Lithium. Lithium. Dreimal. Passt. Silber hätte ich jetzt noch in der Tasche. Das brauche ich jetzt tatsächlich momentan nicht. Also, weg damit. Ich glaube... Plastbahn. Ein Alu, glaube ich, habe ich noch gebraucht. Und... den hier haben wir dann auch noch gebraucht. So, jetzt noch die zwei Plastbahnen fertigstellen. Ich glaube, dann haben wir eh schon den Kompensator Nummer 3. Wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, vom Anzug her könnten wir theoretisch runter. So. Ah ja, Computerchip. Erstmal ein Kupferdraht und ich glaube, die anderen Zutaten habe ich schon in der Tasche. Jawolski. Und damit haben wir dann auf jeden Fall alle Sachen, die wir brauchen. Stufe 3, perfekt. So. Den klatschen wir jetzt natürlich auch gleich in die Motte. Ich habe jetzt Dancing Fish schon länger nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ihm geht's gut. Gut, damit haben wir das schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist definitiv schon mal ein Anfang. Dann, was brauchen wir noch? Den Prawn. Der Prawn ist jetzt auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Allerdings brauchen wir, wenn wir runtergehen, auch die Schlüssel. Die unterschiedlichsten. Ich glaube, den blauen brauche ich unten. Den orangen nicht zwangsweise. Ich bin noch gar nicht mehr hundertprozentig sicher, wo ich den orangen gekriegt hatte. Aber den blauen brauche ich definitiv. Und den blauen, glaube ich, kriege ich in der Degasi Base unterm Grand Reef. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt auch. Wird es jetzt schon dunkel eigentlich? Die wollen irgendwann mal, habe ich gelesen, gehört, gesehen, dass sie eine Uhr eventuell noch einbauen wollen. Das wäre mal richtig, richtig geil. Aber wo ist denn die Sonne? Steht eigentlich noch recht hoch. Wäre vielleicht eine Idee, direkt los zu cruisen. Ja, machen wir das. So. Komm, eine müsste eigentlich noch gehen. Dann hier einmal trinken und wir sind fit. Dann nehme ich mir noch zwei Wasserflaschen mit. Und dann sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Passt. Gut. Schauen wir schnell runter zum Grand Reef. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf Anhieb. Entschuldigung. Und... Moment. Signale, Signale. Interessiert mich nicht. So. Ich hoffe, das war hier lang. Naja, wir werden es gleich sehen. Ob ich mich jetzt komplett verfranse oder nicht. Ah, ich glaube, es war aber nicht hier lang. Oder? Ach, ich bin mir gerade nicht sicher. Dadurch, dass ich halt jedes Mal einen neuen Standort habe, ist es halt für mich jedes Mal ein... Ich gewöhne mich dann an einen Weg und dann heißt es... Das war es einmal und ist nicht mehr. Ich bin mir gerade halt echt nicht hundertprozentig sicher. Naja, irgendwie werden wir da schon ankommen. Hätte ich da nicht irgendwo eine Boje? Moment. Signalboje. Boje 2. Dann Boje 2. Ich glaube aber, es war schon Boje 2, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, das war bei dem zweiten Wrackteil. Und das ist ja... Es war schon mal im Grand Reef, sagen wir es mal so. Das ist auf jeden Fall schon mal ansatzweise die richtige Richtung. Plonk. Ein ganz zärtliches Plonk. Jetzt schauen wir einfach mal, was in die Richtung
ansteht. Was zum Teufel war das denn? Das hat ganz schön wehgetan. Was habe ich denn da gerammt? Verdammte Axt. So, und jetzt, glaube ich, muss ich mich eher hier so ein bisschen links halten. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Wir bewegen uns zwar in die richtige Richtung, aber das... Da, wo ich hin will, das ist ja der linke Eingang. Ich hätte mich echt schlafen legen sollen. So. Ein paar Beite zu matschen, auch schön. Naja, wir werden gleich sehen. Wir werden es gleich sehen, ob der Weg so halbwegs passt. Und du? Was hast du jetzt hier vor? Du bist echt ein komisches Viech. Echt ein kaputtes, komisches Viech. Ne, passt. Genau hier wollte ich hin. Hier links runter. Und dann abwärts. 900 Meter sind drin. Bevor wir aber runtergehen, mache ich nochmal einen kurzen... Wird nochmal kurz repariert. Inventory. Reparaturwerkzeug. Hat nicht mehr wirklich viel Energie, gell? Ja. So. Gut. Dann geht's abwärts. Schön warm hier. Kuschelig. Diese beschissenen Warper. Ich hasse die Viecher so abgrundtief. Weil man sie halt nicht wirklich töten kann. Das ärgert mich halt massiv. Das ist halt für mich irgendwie ein OP-Feind. Aber wenn wir dann schon hier sind, dann will ich mir noch ein bisschen Diamanten mitnehmen. Hier war doch gerade irgendwas zum Zerkloppen. Ja, kristallines Aluminiumoxid muss jetzt nicht sein. Das ist Quarz. Quarz muss jetzt auch nicht sein. Ich hatte doch hier gerade was zum Zerkloppen gesehen, oder nicht? Bin ich jetzt bescheuert? Ein Crab Squid. Schau mal. Mein Kupfererz ist jetzt auch nicht verkehrt. Aber eigentlich würde mich jetzt hier primär Diamanten interessieren. Denn für den Bohrarm werden wir auf jeden Fall Diamanten brauchen. Und den Bohrarm werde ich auf jeden Fall bauen, bevor wir runtergehen. Was haben wir hier? Was bist du? Was bist du? Diamant. Sag dich doch, hier gibt's Diamanten. Hier gibt's immer Diamanten. Oh. Oh. Die MP geht auch gewaltig auf. Okay. Und da backt schon wieder irgendwas rum. Geil. Richtig, richtig geil. So, was haben wir hier? Quarz. Wer will Quarz? Ja, irgendwann mal mit Sicherheit, aber jetzt doch nicht. Okay, schauen wir mal hierher. Ich will doch nur Diamanten. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich höre mich schon an wie eine Frau. Ja, Schatz, ich will nur Diamanten. Gib mir doch Diamanten. Schlimm. Wirklich schlimm. Okay, irgendwie will mich das Spiel jetzt hier gerade nicht mit Diamanten verwöhnen. Also leck mich am Arsch. Dann hole ich halt keine Diamanten. So, weg ist er. Schauen wir mal, ob wir die Degasi Base finden. Das war ja... Das war eigentlich ja unser Hauptgrund, warum wir überhaupt hier sind. Ich dachte mir, wenn wir jetzt schon hier sind, nehmen wir noch ein paar Diamanten mit. Aber okay, das Spiel will nicht. Es will mir keine Diamanten zur Verfügung stellen. Na, dann nehme ich halt ein bisschen Uran mit. Kann ich auch mitleben. Was ist das denn hier? Was bist du denn für ein Ei? Kreaturenei. Wie mysteriös. Naja, es ist entweder ein Krabby oder einer von den Kandidaten hier.
Es wird sich zeigen, irgendwann einmal, weil ich baue mit Sicherheit wieder ein großes Aquarium. Ja, ein großes Titanvorkommen in der Nähe. Surprise, surprise, habe ich nicht mit gerechnet. Ich glaube, von da komme ich. Ha! Diamant. Die sind mittlerweile echt gut getarnt, Leute. Das muss man wirklich sagen. Da ist immer noch nur Titan drin, oder? Salz. Salz. Okay, da ist immer noch nur Salz drin. Wirklich lame. Für was braucht man denn so viel Salz? Ah, ich sehe jetzt aber... Doch, da ist einer. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ich glaube, dass ich dann sogar schon genügend Diamanten für den Bohrarm hätte. Wenn ich denn jetzt einen bauen würde. Und es ist hier ziemlich warm, sehe ich gerade. Wieso ist es hier eigentlich so warm? Yes, Leute, ein Gelsack. Springt mir einfach ein Gelsack ins Gesicht. Das hört sich irgendwie ekelhaft an. Aber macht nichts, den nehme ich auf jeden Fall mit. Und irgendwas knistert hier schon wieder rum. Gut, wir haben jetzt genügend Gelsäcke, um sie anzubauen. Was ist das eigentlich dann ein großes Diamantenvorkommen? Yo, Tatsache. So, ich habe jetzt 4 Diamanten und 2 Gelsäcke. Das reicht. Mehr brauche ich hier gar nicht. Dann gehen wir weiter auf Suche. Ah, komm. Einer geht noch. Einer geht immer noch. Damit ist dann nämlich das Aerogel für unseren guten alten Prawn nämlich auch safe. Ey, komm schon. Ich kann doch jetzt nicht dann vorbeilaufen. Ich such's die ganze Zeit und jetzt würde ich es nicht mitnehmen. Wie dekadent wäre das denn? Aber jetzt habe ich auf jeden Fall sowas von hundertprozentig genug Diamanten für zwei Familien. Familien. Für zwei Familien. Und Gelsäcke, glaube ich, habe ich jetzt auch genügend. Gut. Ab ins Möttchen, Freunde. Waren die Geysire eigentlich immer schon hier? So, jetzt gucke ich mal, ob ich diese Kackbase noch finde, weil das ist auch immer so ein leichter Glückstreffer. Da ist sie ja schon. Wow. Es ist der Klassiker. Meckern und sich beschweren und es klappt. Habe ich dich verjagt? Dann bitte, dass ich dich verjagt habe. Okay. Scannerraum. Ey, überall diesen gottverdammten Scannerraum. Aber hier irgendwo müsste auch ein PDA noch gewesen sein. Jawohl. Alter, hau ab. Hau bloß ab. So. Ganz kurz mal hier. Welcome aboard, Captain. So. So ein Sackgesicht. Okay. So, jetzt lesen. Wer jetzt Bock auf Lesen hat, einfach mal hier ganz kurz tun. Kurz lesen und glücklich werden. Und wir... schauen uns den Rest an. Ey, überall diese gottverdammten Fragmente für den Scannerraum. Da kann man echt bekloppt werden. Und scheinbar ist mein Arsch irgendwie fetter geworden. Irgendwas kann ich scannen. Scannerraumfragment, das ist der Burner, Leute. So, was haben wir hier? Schwimmladeflossen, das ist eine feine Sache. Kann man mal mitnehmen. Okay, hatten wir schon. So. Den Kaffeeautomat, endlich. Weil ich habe sowas von Koffeinmangel mittlerweile. Das habe ich schon. Das habe ich schon, das habe ich schon. Den Bilderrahmen. Einer der wenigen Spots, wo ich sage, man kann den Bilderrahmen wirklich scannen. Sag mal, vergewaltigen die eigentlich meine Seemotte gerade? So, Krankheit. Wieder sehr mysteriös.
Ich meine, wir kennen sie mittlerweile schon, haben sie schon das ein oder andere Mal gelesen. Aber ja. Jetzt könnte man nochmal. Also irgendwas rapen die da draußen gewaltig. Es ist aber nicht die Seemotte gewesen. Ja doch, die wurde auch geraped. Definitiv wurde die geraped. Ich hatte sie ja repariert, bevor ich... Verpiss dich, du Sack. So. Gut. Machen wir hier noch schnell den Reparier-Django. Und dann rein mit uns. Ein dicker, fetter Arsch wird da schon irgendwie reinpassen. So. Nächster... Lass mich halt rein. Nächster PDA. Katastrophe. Ich glaube, die vergewaltigen schon wieder die... Die Motte. Naja, sollen sie, wenn es ihnen Spaß macht. Ganz kaputt machen, glaube ich, tun sie jetzt so schnell nicht. Was haben wir hier Feines? Zyklop-Schildgenerator. Yes, Leute. Nice. Hatte ich den schon? Wieso hatte ich den schon? Und wenn ich ihn noch nicht hatte, wieso wird mir nicht gesagt, dass ich ihn jetzt habe? So. Nehmen wir mit. Risikobereitschaft. Ah, ich bin schon sehr risikobereit. Ich tauche hier irgendwo bei den größten Sackratten überhaupt. So, das orange Artefakt. Wobei, ich würde es eigentlich gerne nochmal droppen. Und es scannen. Aha. Das ist ein Geheimnis für alle. Ja, nee, ist klar, danke. Beeindruckend. Aber sonst glaube ich, war es das dann hier so ziemlich. Ich glaube, mehr gibt es hier echt nicht mehr. Wow. Der hatte hier Größeres vor. Der hatte hier definitiv Größeres vor, der Sack. Habt ihr gesehen, wie der das Ding zerlegt hat? Also viel hätte es nicht mehr ausgehalten. Aber ich glaube, jetzt habe ich alles, was ich haben wollte. Die zwei Upgrade-Boxen, das orange Artefakt. Yep, wir haben jetzt hier alles, was wir wollten. Nice, meine Freunde. So, damit sind wir dann auch am Ende des Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.